So Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge ARK auf dem Community Server. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum bin ich in Nackedei, warum bin ich nicht in der Base? Ganz einfach, ich wurde AFK geradet. Ja, von Sinn zu zweit LP und ja, die würde ich halt auch ganz gern zurück raiden. Nur weiß ich halt noch nicht, wo sie sind und ich habe jetzt halt gar keine Sachen mehr, die haben wirklich alles zerstört. Ist ja auch alles komplett regelkonform, kann man jetzt auch nichts gegen sagen, so. Ich meine, sie haben nur das gemacht, was auch so gestimmt hat. Und ja, ich habe mich jetzt halt sogar ein bisschen wieder aufgebaut. Allerdings kennt ihr jetzt einen Terizino, der auf eine Range von 5 Millionen Metern aggro wird und mich die ganze Zeit killt. Ich versuche jetzt aber einfach mal an die Sachen zu kommen. Und hier kommt ja sogar ein Lagerfeuer. Und ja, mal sehen, was dann noch so passiert. Das Video wird wahrscheinlich größtenteils uncut kommen, weil ich hatte schon ein Video vorbereitet. Allerdings war halt alles das, was ich im Video habe, ist jetzt halt weg oder haben wollte. Und ja, nee, hätte ja nicht so viel Sinn, das Video auch hochzuladen, wenn das eh wieder am gleichen Tag sogar noch zerstört wurde. Finde ich irgendwie, das wäre irgendwie komisch, wenn ich jetzt irgendwas hochlade, was eh schon nicht mehr da ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen will ich heute mir einen Fluki suchen, wie gesagt, einigermaßen ankert, den tamen, das seht ihr wahrscheinlich in einem Zeitraffer und dann machen, ja, und dann war es das auch eigentlich schon. Heute wahrscheinlich mal eine etwas kürzere Folge, denn wie gesagt, ja, ich hatte eigentlich schon eine Folge vorbereitet, hatte die noch nicht geschnitten, aber ich hatte schon alles aufgenommen und ist jetzt auch schon relativ spät. Ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich viel schneiden, muss ja auch noch bisschen was für die Schule vorbereiten, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, weil wir heute Langschule hatten. Und ja. Also nochmal, wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht wisst, wo sind zurzeit RP bauen. Nämlich einmal der Jannis und einmal die Legende. Ich frage einfach mal, wisst ihr vielleicht, wo sind zu zweit bauen? Fragezeichen. So. Wie gesagt, diese Frage geht auch an euch Zuschauer da draußen. Und ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier versuchen, meine Sachen wieder zu getten und ja, einen Flugi zu tamen. Und mit dem Flugi kann man schon einiges reißen, damit kann man die schon abfacken ohne Ende. Sprich, man kann auch ein paar gute Items von denen getten. Ich muss halt nur den Standort von denen herausfinden. So, und die wollen jetzt Frieden haben, nachdem sie meine Sachen gelootet haben. Bin ich nicht so einverstanden mit. Vor allem, weil es auch AFK ist. Das ist halt einfach für mich so ein Punkt. Das fuckt mich gerade so ein bisschen ab, weil ich habe nichts machen können. Sonst hätte ich die wahrscheinlich einfach richtig easy verteidigen können. Ich hätte die mit Flugis packen können. Ich hätte die einfach vom Rex wegholen können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich mich verteidigen können. Und so finde ich das alles ein bisschen blöd. Auch wenn die es vielleicht gar nicht gewusst haben. Und, aber im Frieden gibt es jetzt ganz sicher nicht. Die werden jetzt wirklich mal hier ein bisschen auf die Pelle geklopft. Und ja. Ne, muss man aber auch verstehen. Wenn man jemanden angreift, dann wird auch zurück angegriffen. Wenigstens haben wir jetzt meine Sachen zurückgefunden. Jetzt nur noch ein Flugi. Und, das wäre eigentlich nochmal ein Erfolgserlebnis. Komm, noch ein Flugi. Das Spiel kann mir jetzt ruhig noch einen Flugi geben. Ich habe jetzt alles verloren. Flugi wäre schon ganz, ganz nett. Das wäre eine nette Sache. Das wäre eine ganz nette Geste. Wo sind ja wahrscheinlich mehr Flugis? Hier ein bisschen mehr außen am Strand oder hier innen? Also ich habe ja eigentlich immer total viele Flugis gesehen, was mich auch gerade wundert, dass jetzt halt gar kein Flugsaurier in der Nähe ist. Ich bin jetzt total überladen. So, und ich werde angegriffen von Piranhas und ich jetzt sterbe, ne? Oh, boostet mich einfach zu
zum Land, Leute, kommt. Macht das jetzt nicht auf die harte Tour. Und ich frage auch nochmal hier nach, ob sie wissen, wo sie bauen, weil ich möchte das natürlich wissen, Leute. Das können auch die meisten von euch verstehen. Und so, möchte ich natürlich zurückgraden, wenn meine Sachen haben. Ja, Fragezeichen. Da werde ich gerade gefragt, nach mir gefragt. Da bin ich doch, da vorne ist ein Flugsaurier. Ich hab's gesehen. Da ich sehe das durch die Blätter. Das ist dabei beim Grünles. Die sind bestimmt da im Wald. Darf man eigentlich Allianzen gründen? Nope. Aber man darf natürlich gern anderen Tribes helfen und sagen, wo die anderen bauen. Sonst finden wir es halt selber heraus. Früher oder später werden wir es halt eh finden. Und ja. Wäre uns eine gute Hilfe. Da wäre vielleicht dann auch mal ein Friedensvertrag so in Arbeit zwischen zwei Tribes. Ne? Könnte man natürlich abschließen. Allerdings kann ich halt jetzt noch gar nichts versprechen. Weil ich halt jetzt noch nicht weiß, wo die sind. Ich muss halt erstmal echt jetzt die raiden. Davor mache ich jetzt mal jetzt gar nichts. Das ist jetzt mein Hauptziel. Vorerst in den nächsten Tagen, die einfach mal komplett zu zerstören. Und ja. Ist hier irgendwo ein Flugi? Ein Trike? Mehr nicht. Da ist ein Flugi. Ich sehe dich. Komm, lande, mein kleiner Freund, lande. Ja, yeah, er ist im Lande im Flug. Da, er ist gelandet. Cassiebola. Bam. Schmacks. Level 4, ernsthaft. So. Okay, wenigstens überhaupt ein Flugsaurier. Zack, ein bisschen Fleisch rein. Passt. Der sollte nach einmal fressen fertig sein. In der Zeit kann ich ja versuchen, mich schon mal ein bisschen um den Sattel zu kümmern. Keratin, Chitin und Hate wird für den Sattel benötigt. Hate sehe ich da gerade schon hier in Massen rumlaufen. So. Okay, oh, okay. Hab halt einen Pfeil im Kopf stecken und es juckt dich nicht. So. So. Und haben wir hier schon mal ordentlich Leder am Start. So. Richtig schön ordentlich Leder. Oh, okay, schon wieder hat sie nicht gejuckt. Ach man, diese verbackten Hitboxen. Egal. So, an Leder sollte es sogar schon eigentlich reichen. Wir brauchen noch Chitin oder Keratin. Sollte hier, denke ich mal, aber eigentlich auch kein Problem sein, weil ich meine, wir sind ja an einem Strand. Hier gibt es bestimmt Trilobites. Und ja, die droppen halt Chitin bis zum Umfallen. So. Finde etwas zu essen. 100 Berries kurz mal schnäckeln. So, dann habe ich es auch. Und dann weiter hier nach Chitin suchen. Sehen wir vielleicht Trilobites im Wasser? Ne, sieht ganz schlecht aus. Schade. Das hätte nämlich unser Chitin-Problem auf Anhieb gelöst. So. Ja, wenigstens Hide haben wir. Davon ist eine Schildkröte. Haben wir hier vielleicht nochmal jemanden Trilobite? Nee, auch nicht. Ja, gut. Ist natürlich nicht ganz so praktisch. Wenn wir jetzt hier nirgendwo irgendwas haben, was Chitin droppt. Außer die Schildkröte. Die droppt natürlich Keratin. Und das ist natürlich auch in einem ordentlichen Maße.
So, jetzt geht hier erstmal mein Speer kaputt, mein Bogen kaputt. In der Zeit kann ich ihn mir einfach mit dem sie einfach mit dem Speer abwerfen. Und dann habe ich immer ein bisschen mit dem Bogen drauf. Ja, genau so. Richtig schön in die Schnitz. Und nicht auf dem Panzer. Wo ist denn das Aim hin? So. Zack. Macht das mehr Schaden, wenn ich den komplett durchspanne? Jo. Eigentlich viel mehr. Und in die Schnitz. Und in die Schnitz. Und in die Schnitz. Und in die Schnitz. Oh, komm, letzter. Bam! Oh, oh, okay. Daneben. Alter, wie das aussieht. Und da ist sie auch schon down, die Schildkröte. Und nein, Kompi, das ist mein Keratin. Du hast da gar nichts verloren. Alles klar, wie in so einem Mini-Viech so ein Speer drin steckt, wie das aussieht. Egal, gib mir mal noch dein Leder. Ja, ich bräuchte halt noch ein bisschen Keratin bzw. Chitin. Wirklich, da fehlt nicht mehr viel. Aber auch dieses kleine bisschen kann halt viel ausmachen. Und hier ist halt gerade einfach gar nichts am Start. Das ist natürlich nicht so toll. Na egal, ich guck mal ganz kurz nach dem Flugi. Und Leute, ihr könnt mir natürlich auch mal ganz gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es besser findet, wenn die Folgen so uncut sind oder nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt einen neuen Pteranodon. Und ja, das war es auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.